Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Ich freue mich, dass die Referenten Markus Runau und Thorsten Eberhardt wieder heute Abend für uns die Zeit gefunden hat und mit uns, also mit FXLet, diese Veranstaltung zusammen machen. Vielen Dank dafür. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live bei dem schönen Wetter dabei sind. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann starten wir direkt los. Ich freue mich, dass die Mannschaft wieder zusammengekommen ist und vollständig ist. Und jetzt müsste ich nur wissen, wer heute anfängt. Markus, ich lasse dir den Vortritt. Gerne. So soll es sein. Ja, dann viel Erfolg, viel Spaß. Wenn da irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Danke, Nelson. Das war schon der Monitor. So, jetzt aber. Gut, Optionshandel mit System in jeder Marktlage heißt ja unser Titel. Risikohinweis hatten wir gerade schon, heißt, müssen wir jetzt nicht reingehen. Nur ganz kurz zu meiner Person, es ist soweit bekannt. Ich komme halt eher aus dem Management, viel Statistik gemacht. Komm, Markus, hatte. Ja. ich glaube, wir sehen die Präsentation nicht, wenn du da gestartet hast. Wir sehen gerade deinen Desktop und den Trade Scanner. Nehmen wir das. Ja. Dann nehmen wir das nochmal. Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Nochmal ganz herzliches Willkommen von mir. Jetzt nochmal Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Risikohinweis hatten wir schon. Ja, zu meiner Person. Habe viele, viele Jahre in der Industrie gearbeitet. Komme eher aus der naturwissenschaftlichen Szene und da eben auch höhere Statistik, KI-Entwicklung schon seit 2004 gemacht. Genau, ich handle ja selber gerne Cashsicher Puts, Strangles und Aktien Long. Genau, dann bin ich Autor des Renditebriefs und man sieht hier, das läuft relativ gut die ganze Zeit konstant hoch, eigentlich fast nur hier Cashsicher Puts. Ja, kleine Einbuße mal gehabt, aber mittlerweile alles schön ausgeglichen. Genau, Thorsten. Genau, ich bin ein klassisch studierter Wirtschaftswissenschaftler, habe über 20 Jahre in der Rohstoffindustrie gearbeitet, war in diversen Projekten unterwegs und habe auch in diversen Ländern gelebt und gearbeitet. Bin passionierter Optionshändler und Trader, natürlich Fokus auf den Optionshandel, Trader aber auch Futures und bin sozusagen auch auf YouTube beispielsweise mit Options for Winners präsent und führe auch einen Optionsclub. Genau. Genau. Wir gehen heute mal so durch, dass wir gemeinsam uns so ein bisschen die Bälle hin und her werfen, haben wir so besprochen, dass wir sagen, okay, was sehen wir in der Gesamtmarkteinschätzung, Sektoren, dann schauen wir uns Einzelwerte an und dann vielleicht finden wir ja auch schöne Trades, die wir uns mal genauer anschauen können. Super. Genau. Ich habe das jetzt mal hier im Trade Scanner, dass man hier erstmal das Marktmodell sieht. Und das Marktmodell ist eben so eine ganz hilfreiche Sache für mich geworden, weil ich relativ schnell sehe, welche Sektoren oder Indizes stehen in welchen Teilbereichen. Das heißt, man sieht sehr schön, welche Strategien denn überhaupt Sinn machen. Und was wir aber ganz klar sehen, hier zum Beispiel in den Sektoren, die sind alle innerhalb dieser Nulllinie aufgeteilt. Und die Nulllinie besagt mehr oder weniger, dass es die relative Performance, das heißt gegenüber dem höher geordneten Index, hier zum Beispiel der S&P 500, wenn ich auf die Indizes zurückgehe, dann würde der MSCI World verglichen werden. Und wir sehen, dass wir. Markus, darf ich dir zwischendurch immer so Fragen stellen, weil ich ja auch sehr interessiert bin. Du hast ja jetzt beispielsweise verschiedene Themen in diesem Market Model drin. Ne? Auf der einen Achse haben wir die Signallampe, auf der anderen Seite die relative Performance. Jetzt sind diese unterschiedlich, also mit unterschiedlichen Farben hinterlegt. Hat das auch eine Bedeutung? Ja, die Farbe, die hat die Bedeutung, das geht um die
relative Volatilität zum VIX. Das heißt, wenn das grün ist, dann ist es meistens sehr schön dann für Long-Einstiege. Wenn es orange wird, Obacht geben, und bei Rot ist es dann ganz kritisch. Und das sieht man eben auch im Laufe der Zeit, dass sich das wirklich deutlich hier farblich verändert. Ne? Mal Rot oder mal Grün oder was auch immer ist. Genau. Und das ist eben ganz wichtig zu sehen. Da in diesen Bereichen können Wendepunkte entstehen, gerade wenn es mal rot wird. Und hier eben orange bedeutet dann eher, okay, ein bisschen Obacht geben. Es könnte noch weiter runtergehen zum Beispiel. Genau, und das Einzige, was wir hier eigentlich so richtig raussehen können, dass das, was gerade im Outperformance ist, das heißt, der Wert, der deutlich besser läuft als alle anderen, ist der Energiesektor. Und der Rest hält sich relativ schwach. Das heißt, da jetzt nichts irgendwie Dramatisches. Das heißt, das ist schon mal recht gut. Und dann haben wir die Signallampe. Und die ist im Prinzip dafür da, dass man sagt, okay, wo geht ein Wert nach oben oder geht er nach unten, dass ich das auf einen Blick sehe. Dass ich nicht jetzt stundenlang Chartanalyse machen muss, sondern kann es relativ schnell sehen, dass wenn ein Wert hier weit unten ist, Consumer Defensive zum Beispiel, dann wird er eher im Fallen sein. Deshalb steht hier auch Trend Short. Und wenn wir nach oben gehen, Trend Long. Und was wir aber Kann auch. ich denn jetzt, du hast ja gerade gesagt, oder du hast gerade auch die Charttechnik erwähnt, also ich könnte jetzt auch komplett losgelöst von einer Chartanalyse diesem Bildchen hier auch schon alleine glauben und trauen, sodass ich da keine tiefer gehende Analyse mehr machen muss. Ist im Prinzip so, ja, genau. Okay. Ich bin natürlich immer ein bisschen Charttechniker, schaue immer selber drauf, aber so ganz grob ist es so, dass man sieht, okay, die kamen zum Beispiel von deutlich weiter unten und sind nach oben gelaufen. Das heißt, hier ist es eher im Bereich jetzt bullisch wieder interessant. Genau. Beziehungsweise, was man ja auch klar sieht, der Sektor, der am meisten hier gefüllt ist, heißt Strangle. Das heißt, irgendwelche seitwärts laufenden Werte machen wahrscheinlich hier sogar am meisten Sinn. Das sagt das im Prinzip aus. Auf welche Schlüsse bist du gekommen, Thorsten? Bei Ja, deiner ich hab ja immer meine Chartanalyse mit meinem Indikator. Ich gucke ja sozusagen jeden Tag als allererstes mir den SPX an oder den SPY, den S&P 500 als Benchmark für den Markt. Und wenn für mich sozusagen der Markt jetzt long ist, also eher bullish, dann sind meine bullischen Strategien, die ich ja auch gerne unter Brot- und Butter-Strategie fasse, natürlich herzlich willkommen. Ja, und heute ist wieder der Long-Kreis im S&P 500 eröffnet, was ja schlussendlich auch einen gewissen Rückenwind für andere Werte geben könnte. Ne, man muss das natürlich immer mit Vorsicht betrachten. Ja, wir wissen ja, Optionen sind gut, sind natürlich aber auch, wenn man es ja einfach nackt macht oder einfach blind in irgendwelche Titel greift, auch mit hohem Risiko verbunden. Genau. Genau. Deshalb, für mich war jetzt zum Beispiel dann die auch, dass Long durchaus geht, aber dann im Prinzip im Energiesektor. Und das war auch für mich so der Anreiz, heute Energiewerte zu suchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, also klar, jetzt um die Zeit ist ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt das einfach mal so. Immer hier so ein paar Werte raus. Und das, was für mich heute zum Beispiel dann beim Energiebereich spannend war, war EQT. Ja, jetzt natürlich wieder der Vorführeffekt nochmal. Okay. Da haben wir es. Genau. Und der hat hier eine gewisse Seitwärtsphase hinter sich, also ist hier gestiegen, korrigiert und jetzt baut er hier wieder einen Aufwärtstrend auf. Und das fand ich eben ganz spannend, weil der eben doch relativ schön im Aufwärtsbereich ist, hat doch seine C-Wertung und genau den Trade habe ich heute auch aufgesetzt.
Mit was für, wenn ich jetzt mal kurz fragen darf, wo sehe ich jetzt den aktuellen Kurs? Denn, ja, da sehe ich den. Ich habe es jetzt, genau. Genau. Ja. Und dann bist du mit welchem Strike-Preis reingegangen? Mit 38er Strike. Mit 38er Strike, weil da auch das meiste Open Interest drauf lag. Okay. Genau. Genau, Und wir die können. Earnings hast du ja schon zuvor sozusagen ausgefiltert, dass in der Laufzeit jetzt keine Earnings sind. Sieht man ja jetzt hier, 24.10. wären jetzt die Genau. nächsten Earnings. Okay. Genau, und dann eben habe ich hier die Open Interest Levels, da ist es mit Abstand das höchste. Und dann hatte ich eben noch geschaut hier nach Expected Move und das ist genau hier bis zum 20. exakt drauf. Also Super. für mich dann relativ einfache Geschichte gewesen, das so zu machen. So, jetzt haben wir dadurch 41 Dollar verdient. Ja? Da brauchen wir auch jetzt nicht immer drum herum reden, aber für 41 Dollar, und das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, da machen viele aber klappen sie gar nicht erst ihren Laptop für auf. Also Ja? mir. Ja, Ne, klar. das Ja. ist. Ne, das ist auch, ne, jeder ist unterschiedlich, aber da sagen viele, kann ich nicht jetzt hier einfach dann auch die Anzahl erhöhen, weil der Kurs sieht ja, oder das Setup, was du gerade aufzeigst, das sieht ja sehr attraktiv aus. Also, dass ich jetzt statt einem, ja, meiner Positionsgröße entsprechend vielleicht 5 oder 10 davon aufmache, wie würdest du das machen? Ja, ich habe das ja auch so, dass ich, also ich habe jetzt hier in dem Fall für einen Börsenbrief auch 3 aufgemacht, damit das dann irgendwann mal an die 100 Dollar kommt, beziehungsweise dass halt das vom Position Sizing Ja. habe immer so ganz grob hier 10.000 Dollar, was ich überschlagsmäßig nehme, dass das hinkommt. Das heißt 38, da bin ich bei 11.000 Dollar Ja. ungefähr. Genau. So mache ich das dann auch klassischerweise, dass ich mir die Sachen so raussuche. Und der Spread, wie sieht man den bei dir in deinem Tool auch? Also der Bid-Ask-Spread? Ich hab immer die Berechnung drin, also dass der Spread selber wird nicht angezeigt, aber ich habe immer die Berechnung, dass der nicht größer als 10% sein darf. Das Ja, heißt, sehr gut. zwischen Bid und Ask, dann brauche ich auch nicht groß kontrollieren, dann ist das schon in Ordnung. Sehr gut. Ja, ansonsten kann man natürlich sich den Ticker, das Symbol nehmen und einfach schnell mal im Option Trader auch nachschauen. Ja, können wir ja mal schnell machen. Wir haben ja das hier offen. Das heißt, ihr kennt ja die TWS und dann klicke ich dann einfach hier auf Option Trader, dass wir das einfach mal hier gemeinsam machen. EQT gibt man dann hier oben ein. Wenn nicht zu so doof ist, kann man das so eingeben, genau. Und dann im Prinzip immer wichtig, dass man auch den richtigen Verfallstag und manchmal ist das hier nicht richtig angeklickt. Jetzt haben wir den 20. und dann eben hier den 38er Put. Das ist ziemlich genau das, was ich auch bekommen habe. Das sagt dann zum Beispiel 3, dann Limitkurs 0,33 und dann übertragen. Also hier muss man immer sagen, Geld ist dann der Verkaufsbereich, hier blau der Kaufbereich bei den Puts und hier bei den Calls ist es rot, wo ich es verkaufe und blau, wo ich es kaufe. Und dann lässt man das ein bisschen stehen, wenn es sich dann ergeben hat, kann man dann entweder ein bisschen runtergehen oder ja genau, oder man lässt es einfach stehen. Gut. Ja. Genau. Können ja auch mal auf Genau, das Chat. such mal, Markus. Wir haben beispielsweise bei uns im Club eine ungeschriebene Regel, wo ich mal sage, ich möchte Minimum 1 Dollar pro Tag verdienen. Also diese wird jetzt damit auf jeden Fall wegfallen. Such mal was aus, von wegen, was ein bisschen höher im Kurs ist, was wir da vielleicht Attraktives haben. Ups, ich mache nochmal. Also was ich hier reingegeben habe, ist, dass ich hier immer Mindestkapitalrendite auch berechne. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, aufs eingesetzte Kapital 1,23. Ja, super. Ja, dass man das eben sehr leicht findet.
Aber hier muss man aufpassen, gerade mit den Signalen. Wir haben gerade hier so die Strangle-Phase. Strangle heißt nicht, dass du jetzt hier einen Strangle machen sollst, sondern das ist einfach so ein Signal, wo es darum geht, dass der Kurs möglichst seitwärts läuft. Das heißt, der läuft jetzt hier seit Juli 2022 mehr oder weniger seitwärts. Und das bedeutet, dass den habe ich da rausgezogen aus den Strangeln und gesagt, naja, okay, wir können ja auch die untere Seite machen. Strangle würde ja bedeuten, dass ich die untere Seite mache, also die Put-Seite, und dann obendrauf nochmal Call setze. Aber ich kann es auch eben sein lassen, die Call-Seite zu bedienen und mache nur die Unterseite. Und dann kommt man eben hier auf ein bisschen höhere Prämien. Ja, ist aber auch schon wieder so ein kleiner Kurs. Das ist alles zurzeit etwas Schwäche, ja. Genau, also das ist gerade ein bisschen schwierig, hier schöne Werte zu finden im Bereich Cash Secret Puts, muss man klar sagen. Aber das ist auch gerade mal, weil die Signallage etwas dünner ist. Was aber auch normal ist, weil wir eben eine relativ längere Zeit hier Korrektur hatten. Und das ist ja jetzt hier der S&P 500. Und da haben sich noch nicht so viele Signale sauber eingestellt. Das ist so ein bisschen mein Problem jetzt hier. Aber es gibt auf der Strangle-Seite zum Beispiel unheimlich viele Signale. Wenn wir uns das mal anschauen, da sind dann doch ein paar wenige mehr. Oh ja. Also, ja, genau. Also da kann man dann auch ein bisschen variieren und sagen, okay, dann schaue ich mir doch solche Werte an, die zum Beispiel hier wie eine Fiverr dann einfach hier auch schöne Signale liefert. Ja. Genau. Dann sind wir noch zu erzählen. Also der hält einen natürlich dann auch raus aus Signalen, die vielleicht nichts sind. Aus Werten, die nichts sind, das ist eben so, das auch bewusst so programmiert über zum Beispiel die klassischen EMAs und so weiter, dass man da nicht zu aggressiv immer reingeht. Kann man machen, aber ist halt nicht immer das Schlauste. Ich gehe nochmal ganz kurz hier in den Cash Secret Put hinein. Man kann auch nochmal seine eigenen Signale dann oder die Signale ausschalten, dann kriegt man ein paar mehr Werte und kann sich das eben dann anschauen. Und dann sagen, okay. Wäre das dann eher was, was ich handeln könnte? Und hier sehen Kannst wir du zum mal noch Beispiel. mal zeigen, du hast ja da viele verschiedene Strategien, uns mal kurz einen Überblick geben, was für Strategien man mit deinem Tool da aufrufen Ja, kann. natürlich. Also gerade im Bereich Weil Optionen, ich sehe da. da gerade, ich habe da gerade ein Gesicht gesehen, also da bist du aber alt geworden, ne? Ach sorry, bist du ja gar nicht, sorry. Das ja, gerade hier, Bob, stimmt. Der Thomas, der nutzt ja mein, sieht man ja auch manchmal. Ich Ja, habe auch. sorry, Fosette, ja. Genau. So weit bin ich dann doch nicht geworden. Der Rüdiger ist ja auch hier bei mir mit drin im Team. Super. Und dann Wieland Alt oder dann auch Carsten Ja, Umlaut. du bist ja jetzt bald auch auf der World of Trading greifbar, ne? Da kann man dich ja auch mal live sehen, ne? Und in Farbe sogar, genau. Live und in Farbe. Und hoffentlich nicht im Nein. Tütü. Genau. Genau, also was wir haben, sind eben im klassischen Optionsscanner. Das, was ich im Prinzip für den meisten Einsteiger empfehle, ist eben der Cash Secure Put, dann der Bear Call, der Strangle und den Earnings Buster. Wenn jetzt dann bald wieder die Earnings-Saison losgeht, dann ist das natürlich hochspannend, dass man wieder Werte findet, die innerhalb der nächsten 3 Tage Earnings haben werden und dass man dann sagen kann, okay, ich verkaufe hier einen Strangle da drauf. By the way, für alle, die jetzt zuhören und eine Idee wollen, Oracle gibt heute die Release die Earnings nach Börsenschluss heute, glaube ich. Das heißt, glaube ich, Richtig, ne? genau. Schauen Ja, wir, Oracle. dass da das dann hier auch auftaucht. Nee, taucht jetzt nicht auf, weil es kein seitliches Signal hat. Nee, finde ich jetzt nicht. Kann aber was, ja, genau, kann sein. Gut, das heißt, wir haben hier die Bear Calls, die Strangles und dann im Prinzip die Advanced Strategien,
die macht ihr ja auch im Club, gell? Dass ihr dann sagt, hier Ja. mal Call, Spread, in Trendrichtung, in die Countertrendrichtung, das ist ja für die Abstauber. Das heißt, wenn der Markt gerade mal runtergelaufen ist, dass er dann, dass man sagt, man kauft dann was und reduziert sein Risiko nach oben. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Natürlich nichts. Das ist wieder der absolute Puffer-Effekt heute. Toll. Markus, hast du das Fragefenster offen? Da ist eine für dich gestellt worden. Oi, warte. Handelst du auch die Signale, bei denen in der TWS kein Volumen vorhanden ist? Kommt relativ oft vor. Also beim Volumen nicht, Open Interest schaue ich halt besonders stark. Also ich schaue immer aufs Open Interest. Das heißt, wo steht das, was wir hier gerade hatten? Da hatte ich das eben. Und da möchte ich mindestens 50 sehen, sonst kriege ich die ja auch nicht mehr zu. Am liebsten natürlich höher, ist klar. Mach das Fragefenster mal wieder weg. Genau. Gut, genau, dann haben wir eben die Vertical Put. Das heißt, das ist dann auch in die Südwärtsrichtung, Verticals in die Trend- und Countertrend. Und dann natürlich die klassischen Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bear Put. Das heißt, dass man auch mal auf fallende Kurse setzt oder Bull Calls oder Iron Condors. Genau. Das sind so die klassischen Strategien, die halt von Zeit zu Zeit mehr oder weniger Signale bringen, aber das ist eben gekoppelt mit Marktmodell. Und Thorsten, du machst ja dann ganz stark diese Ausbildung da drin. Immer Ja, vielleicht ein bisschen genau. Fokus legen, jetzt auch nochmal bis auf Ausbildung. Ihr habt gesehen, wenn man hier Signale hat, drückt man nur drauf und kann die relativ leicht eingeben. Und das eben auch, wenn man nicht weiß, ja, wie gebe ich denn das ein? Dann drücke ich hier TWS im Block und dann steht hier im Prinzip, wie man, ups, TWS. Und dann Order. TWS. Oh, heute ist mal so richtig der Wurm drin. Kannst doch heute. TWS. So, jetzt, da haben wir es doch. Genau. Also wie die ganzen Orders eingegeben werden, da habe ich überall dann Videos drin, auf was man achten muss und so weiter, ist alles hier im Prinzip sehr schön hinterlegt. Super. Genau, aber jetzt können wir mal zu dir rüber, oder, Thorsten? Ja, Und zack. gerne. Ja, können wir So, sofort. ich schalte um. Genau. Mein Bildschirm ist jetzt sichtbar. Nein, noch nicht. Also bei mir schon. Oder verbunden mit GoToWebinar. Jetzt, genau, perfekt. So, Ja. ich bin jetzt hier in der TradingView. Das ist ja die Chartanalyse-Software, die ich primär nutze. Mitunter natürlich auch deshalb, weil wir für die TradingView auch Indikatoren programmieren. Über den O4W Best Indikator habe ich ja eben schon das ein oder andere Wort verloren. Und damit versuche ich schnell mir einen Überblick über den Markt zu geben. Und das, was ich eben gesagt habe, das ist hier dieses Long Open auf den S&P 500. Das heißt, es sieht jetzt wieder nach aufwärts aus. Ja, und wenn man sich das mal anguckt, sieht man hier auch verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Und hier auch die EMA 50 und die EMA 20, die sind hier auch inkludiert. Ja, die lilane Linie, das ist die EMA 50, die gelbe EMA 20. Wir sind drüber. Natürlich weit weg, oberhalb der SMA, also des einfachen gleitenden Durchschnitts von 200 Tagen, sind wir natürlich noch weit entfernt. Und was ich hier noch habe, das ist hier mein Best Screener. Da habe ich halt die Werte, die ich mir immer gerne angucke, damit ich direkt auf einen Blick, ohne direkt immer alle Werte wechseln zu müssen,
sofort hier sehe, wo wir hier gerade stehen. Und dann sieht man hier beispielsweise, dass jetzt heute auch Facebook, also Meta, auch ein frisches Long Open hat und wo wir gerade sind. Apple beispielsweise hat ein frisches Short Open, also sieht es dann eher bärisch aus. Und davon abhängig mache ich natürlich auch meine Strategien. Ja, das heißt, das, was der Markus da gerade vorgestellt hat, ist natürlich etwas, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, weil wir haben ja zigtausende Werte, also Titel, die wir traden können. Und wenn man die also auch noch mit Optionen in Zusammenhang bringt, sind das natürlich nochmal um ein Vielfaches mehr, was man an Auswahlmöglichkeiten hat. Und da ist natürlich der ein oder andere wirklich überfordert. Und deshalb ist so ein Tool, was ja schlussendlich auch selektiert, eine große Hilfe, nicht nur zeitlich, sondern natürlich auch inhaltlich, weil dieses Tool von dir, Markus, das berücksichtigt natürlich auch vieles, was schlussendlich die Spreu vom Weizen trennt. Und was mir halt immer wichtig ist, ja, wenn wir jetzt hier beispielsweise Tesla sehen, auch geil, ich habe gestern ja ein Tesla-Video gemacht auf YouTube, ist heute um 9% nach oben, also Tesla ist immer für eine Überraschung da. Was ich aber gerade sagen wollte, wenn ich mich in einen Tesla setze und ich bin auch wirklich auch überzeugt von den Tesla-Autos selbst, aber wenn ich mich da jetzt reinsetze, dann muss ich ja einen Führerschein haben. Also hier darf man ja nicht ohne Führerschein fahren. Das ist das Erste. Das heißt, für mich ist eine Ausbildung im Optionshandel die Basis, um überhaupt was zu machen. Das heißt, bevor ich überhaupt jetzt beispielsweise den Tradescanner von Markus hier bediene, muss ich auch wissen, was ich da mache. Ja, man kann das noch weiter automatisieren. Wir haben ja auch diverse Apps bei uns im Club, die da angeboten werden. Aber ich würde niemals auch im Tesla keinen Autopilot benutzen, ohne zu wissen, wie ich Auto fahre und warum. Ja, erstens ist es immer besser zu wissen, was man macht. Und natürlich noch als nächstes, falls mal etwas gegen einläuft, ja, im Auto muss man schon wissen, wo die Bremse ist. Und das ist beim Optionshandel genauso. Und ich habe gerade ja auch zu Markus gesagt, das sind jetzt hier $41 für diese eine Option auf diesen Energietitel. Das ist für den einen oder anderen wirklich zu wenig, um schlussendlich auch ins Tun zu kommen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, nach oben zu skalieren. Nach oben zu skalieren heißt ja, ich erhöhe die Anzahl. Markus in seinem Brief hat es jetzt auf 3 angehoben und dann hat er natürlich 3-mal ein Risiko. Ja, und wenn wir uns den Wert jetzt hier angucken, war das wie war das Symbol nochmal, Markus? EQT. EQT. Okay. Ja. Habe ich. Ja, wenn wir uns das mal ansehen, wir haben hier noch ein rotes Open, aber ist jetzt auch egal, dient jetzt auch nicht irritieren lassen. Ja, das eine heißt nicht, dass das andere nicht richtig ist. Ja, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Was ich jetzt hier einfach nur mal kurz aufzeigen möchte, wenn wir jetzt beispielsweise bei 38 hier eine Put-Option verkaufen, haben wir natürlich nach unten hin bis zu Null, ne, wenn man jetzt mal davon ausgeht, Worst-Case-Szenario, alle sagen, es kann nicht passieren. Ich erwähne immer wieder Wirecard, da ist es ja sozusagen auch passiert. Dann haben wir hier $38, die wir verlieren können mit 100 Aktien. Ja, die Option hat eine Größe von 100 Aktien, da sind wir bei 3,8K, die wir im Worst-Case-Szenario verlieren können. Ja, und wenn wir das jetzt natürlich verdreifachen, dann sind auf einmal aus den 3,8 sind dann 10, wie viel ist da? 10,24.000, die wir theoretisch verlieren könnten. Und das muss man sich natürlich bewusst sein. Erstens guckt man sich natürlich auch an, wenn man den Trade eröffnet. Hier sind wir auch, ne, 39 Tage. Ich gucke es mir an, gehen hier rein, ne, schon ein bisschen wieder. Und dann sehen wir jetzt hier bei mir die Margin, ja, das ist ein Portfolio-Margin, das heißt, das hängt natürlich davon ab, wie das Portfolio, also wie man sein Depot befüllt hat, aber ich habe jetzt hier für die $30 einen Ersteinschuss, also eine Margin hier um den Dreh, also zwischen Erst- und Mindesteinschuss tut es ja nicht viel, von $700. Ja, und wenn ich das jetzt verdreifache,
Gucken wir uns das mal an. Dann haben wir halt auch die dreifache Margin, die entsteht. Und die Margin ist ja nichts anderes als das, als den Pfand, den ich sozusagen dem Broker dafür gebe, dass ich diesen Trade machen darf. Und was natürlich dann auch wichtig ist, wir haben ja nur eine gewisse Margin zur Verfügung. Das ist unser Werkzeug. Und da überlege ich immer als jemand, der gerne Margin Management betreibt, ist das nicht ein bisschen too much, also ein bisschen zu viel Margin für das, was ich hier rausbekomme? Und was man natürlich alternativ einfach machen kann. Man kann sich es ja mal anschauen. Nur mal als Beispiel. Ich verwerfe das jetzt, gehe hier rein und mache auch jetzt bei diesem kleinen Wert anstelle eines nackten Puts, also einer verkauften Put-Option, mache ich dann beispielsweise einen Bull-Put-Spread. Das zeigt der Markus in seiner Trade-Scanner ja auch. Das heißt, ich habe hier irgendwo eine gekaufte Put-Option und das bedeutet, alles unterhalb des Strikes der gekauften Put-Option ist kein Risiko mehr. Und dann gucken wir uns das mal an. Das heißt, wir haben nicht nur auf der einen Seite das Risiko dadurch natürlich begrenzt, sondern auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit, unsere Margin zu kürzen. Ja, und das gucken wir uns jetzt hier. So, das heißt, wir gehen auf die 38 und ich nehme jetzt einfach mal hier bei 30 ein. Man sieht hier der Spread, das ist nicht viel. Ich nehme jetzt mal hier bei 34. Bei diesem kleinen Wert, ich weiß von wegen, das ist natürlich viel, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Ich nehme jetzt mal den Mittelkurs, der ist drin. Und da sehen wir, jetzt hat sich die Margin ungefähr, das ist jetzt zwischen ein Drittel und die Hälfte, durch die Hinzunahme der gekauften Put-Option. Wenn wir das jetzt verdreifachen, wir hatten ja eben drei Trades, dann kann man das jetzt hier schön sehen. Wir hatten hier oben eben 2300 als Ersteinschuss. Jetzt sind wir hier bei 9,4, ja, also 944 Dollar. Das ist natürlich schon gewaltig weniger. Ob sich das jetzt bei der Größenordnung lohnt, ja, ist jetzt jedem selbst überlassen, weil wir dürfen eins nicht vergessen. Jeder Trade, jede Option, die wir hier traden, die verlangt auch eine Provision. Und das muss man natürlich auch beherzigen. Also das muss man natürlich in seiner Kalkulation auch berücksichtigen. Ob das jetzt bei diesem kleinen Betrag Sinn macht, würde ich eher sagen, nein. Aber das ist natürlich bei größeren Titeln eher der Fall. Und das ist auch das, was wir im Club machen oder das, was ich sage. Alles, was über 100 Dollar an Kurs hat, würde ich nur mit einem Spread machen. Was aber wichtig ist, ich rede noch kurz zu Ende, was aber wichtig ist, ist natürlich auch die gekaufte Put-Option. Die gekaufte Put-Option hat natürlich eine Relevanz für die 20K Verlustverrechnung. Das ist ein steuerliches Thema. Das wurde uns leider aufoktroyiert, dass wir halt nur Verluste bis 20.000 mit berücksichtigen dürfen und diese gekaufte Put-Option, diese 8 Dollar, die da gerade aufgezeigt wurden, die werden dann sozusagen von den 20K auch genommen. So, war da jetzt eine Frage? Nee, war keine Frage soweit. Okay. Die Marion hatte nur gefragt, wo bekommt man die beste Ausbildung her? Also ja, geh auf optionsforwinners.de. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bilde jetzt aus und dann halte ich mich jetzt aber auch mit meiner Aussage zurück. Also wir bilden auf jeden Fall bei uns bei Options for Winners aus. Wir haben da einen Club, wir haben auch eine Homepage, da kannst du gerne drauf gehen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du das über FX Flat machst, dann bekommst du auch noch 2 Monate gratis dazu. Und jetzt zukünftig auch alle, die über FX Flat traden und über FX Flat zu Options for Winners gekommen sind, werden auch zukünftig bei Discord, das ist eine Plattform, auf der wir uns, also wir sind über 300 Clubmitglieder, regelmäßig austauschen. Da wird FX Flat auch noch einen extra Bereich haben, weil da gebe ich auch als Dank zurück, dass man halt dann auch über FX Flat dahin zugekommen ist und FX Flat unterstützt uns ja wie auch heute wieder mehr als gut und kann man halt auch dann nur empfehlen. Aber wie gesagt, Mario, es gibt viele, die ausbilden, da kannst du natürlich mal bei Google Optionshandel eingeben und wie gesagt, wenn du Fragen hast jetzt zu unserer Ausbildung, dann kannst du auch gerne ein Erstgespräch mit mir vereinbaren, das mache ich persönlich, aber ich werde mich natürlich nicht zu anderen Ausbildungen äußern, weil ich die auch nicht
wirklich kenne. Ja, wie hoch sind die Ordergebühren bei FX Flat? Da bitte ich dann auch auf die FX Flat Seite zu gehen. Vielleicht kann der Nelson auch einen Link dahin zufügen. Mach ich. Ja, also ja, super. Das ist unterschiedlich, genau. Das ist aber auch noch etwas, was ich noch mal kurz sagen möchte an der einen Stelle mit der Gebühren, wo sich viele davon abhalten. Am Ende des Tages ist es natürlich auch immer wichtig, Geld zu verdienen. Ja? Und Geld zu verdienen kann man manchmal auch nur machen, indem man halt mehrere Optionen tradet. Und mehrere Optionen kosten dann natürlich halt auch mehr Gebühren. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man nicht komplett nackt mit nur Unsicherheiten in den Markt geht, sondern auch mit Absicherungen. Erstens. Und zweitens, dass man natürlich auch das Gefühl dafür bekommt, dass das richtig ist. Weil was wollen wir schlussendlich alle werden? Wir wollen alle Wahrscheinlichkeitsexperten werden. Ja, das heißt, wir wollen natürlich immer die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite haben. Es soll nicht sein wie ein Münzwurf, wo man Glück hat oder Unglück. Ja, also was ja häufig auch der Fall ist, wenn man direktional tradet, ja, wo man direkt die richtige Richtung finden muss, wo sich der Titel hin entwickelt. Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, hier bei EQT, das, was TradeScanner gerade gezeigt hat, dass wir zwischen dem aktuellen Preis, dem aktuellen Kurs, zwischen 42,58 und den 38, so viel Platz haben wir, bis wir als Optionshändler in die Pflicht kommen. Das heißt, wir haben immer hiermit einen kleinen Puffer. Und wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, wenn ich die Optionen verkaufe, die vereinnahmte Prämie ist sofort da. Ja, also wir verkaufen und kriegen dafür Geld. Das ist ganz wichtig. Das ist ja dieses Stillhalter-Dasein, was ja auch sehr, sehr beliebt ist. Und was wir hier halt auch gerne machen, ist, wie gesagt, wir fokussieren uns auf unsere Einnahmen. Ja, das wollen wir ja regelmäßig haben durch den Verkauf von Optionen, setzen aber, wenn notwendig, auch eine Absicherung hinzu. Und inwiefern man das selber macht, das hängt natürlich von unterschiedlichsten Kriterien ab. Depotgröße, Trading-Erfahrung, hat man steuerlich diese Problematik oder hat man eine Trading GmbH? Das sind natürlich alle solche Punkte, die muss man vorher auch mit sich auch, also man muss das wissen, wo man steht und was man will. Und was halt ganz wichtig ist, das sage ich ja auch immer, Meinungen sind gut. Aber besser sind natürlich Meinungen von solchen, die auch sozusagen Wissen haben. Und häufig ist es ja der Fall, da gibt es ja immer den ein oder anderen mit Stammtischparolen. Und da bitte ich auch vorsichtig zu sein, sondern als allererstes versuchen, sich so ein halbwegs objektives Bild zu machen. Wir wissen, wo der Kurs jetzt gerade steht. Ja, und wir sehen es ja jetzt hier nochmal. Der hat sich ja doch, wenn man das seit Jahresbeginn hier sich mal anschaut, ja, wenn man sich das ja seit Jahresbeginn anschaut, dann ist der SPX um 16% gestiegen. Ja, also das ist schon etwas, was gut ist. Und wenn man sich dann den Nasdaq anguckt, der jetzt auch wieder ein bisschen eingeknickt ist, ich nehme jetzt mal den ETF, den QQQ, ja, dann sieht man, wir sind fast bei 40%. Und wenn man es richtig gemacht hat, und das wird wahrscheinlich der Markus mit seinem Tradescanner und seinem Renditebrief auch gemacht hat, dann kann man natürlich, da gehört natürlich auch immer ein Quäntchen Glück dazu, auch wenn man Wahrscheinlichkeitsexperte ist, aber kann man natürlich diese Wege nach oben immer wieder mit Optionen begleiten, ja, und dann versuchen, immer wieder Geld zu verdienen. Und solche Phasen, und deshalb habe ich ja auch diesen O4W Best Indikator ins Leben gerufen, solche Phasen, die muss man natürlich dann auch ernst nehmen. Dann kann man natürlich unterschiedliche Wege gehen. Man kann auf der einen Seite natürlich sagen, ich halte dann die Füße still, wenn der Markt beispielsweise für mich zu unsicher ist oder zu viele Panikzeichen ruft. Oder man sagt, ich bleibe drin und sichere mich ab. Oder ich sage, ich nehme jetzt die Richtung halt beispielsweise, Markus gerade auch erwähnt, mit einem Bear-Call-Spread. Und deshalb, da sind wir bei einem nächsten Punkt.
Das ist ja das, was ich hier im Club auch immer habe, diese Panikzeichen, aber das poste ich ja auch bei Instagram. Das sind für mich immer so Panikzeichen. Und da sage ich ganz ehrlich, auch wenn jetzt beispielsweise in den letzten Tagen viel von Panik und Unsicherheiten etc. geredet wurden, ich kann nur das aufnehmen, was gerade der Markt zeigt, was auch die Volatilität zeigt. Und die Volatilität, hier sehen wir auch eine Homepage, die kann man kostenfrei besuchen. Das ist VIX Central. Da sehen wir die VIX-Terminstrukturkurve, den Volatilitätsindex. Das ist ja sozusagen das, was schlussendlich auch als Panikindikator genommen wird. Ja, wenn die Volatilität hoch ist, ist man bereit, mehr für seine Absicherung zu bezahlen. Ist die Volatilität niedrig, dann ist keine Absicherung oder gewollt. Ja, die wird nicht nachgefragt. Und ich weiß nicht, was nächste oder übernächste Woche ist. Ich weiß, was jetzt ist. Und wenn ich die ganze Zeit an der Außenlinie stehen, an der Seitenlinie stehen bleibe, bin ich nie im Spiel dabei. Ich werde kein Tor schießen. Ich werde mir zwar auch kein Bein brechen, aber schlussendlich kommt man nicht voran. Und deshalb ist ja auch mein Credo, ich gucke mir den Markt an. Ich habe es gerade gesagt, der SPX hat jetzt eine grüne Kerze gehabt. Für mich okay. Ich gehe als nächstes rein. Ich gucke mir die Terminstrukturkurve an. Das ist die Aneinanderreihung der VIX-Futures. Und da sehe ich, alles, was in die Zukunft geht, wird teurer. Und so soll es ja auch sein. Weil wenn wir jetzt beispielsweise das so nehmen und hier wäre jetzt der Punkt und die Linie würde so verlaufen, dann würde es ja heißen, man würde jetzt mehr für die Absicherung zahlen als nächsten Monat. Und wann zahlt man jetzt mehr für die Absicherung? Ja, wenn jetzt Feuer vor der Tür ist, ja, wenn es brennt, wenn es bald wirklich kritisch wird. Und deshalb ist das für mich etwas, was ich mir immer und immer wieder angucke und ich zeige es auch immer gerne an Covid, also an die Corona-Krise. Da gehen wir einfach mal rein. Februar 2020, ups. Bin ich jetzt nicht, dass der Wurm von Markus auch auf mich übertragen ist. Eine Sekunde. So, das wollen wir ja nicht. Nee, also alles gut. So, und hier sehen wir die VIX-Termin-Strukturkurve. Das war am 20. Februar. Nicht irritieren. Das ist die Trump-Beule. Ja, da hat der Markt schon den Trump, das war die Präsidentschaftswahl mit Trump, haben die schon den Trump hier mit eingepreist. Deshalb wurde es auch Trump-Beule genannt. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die VIX-Termin-Strukturkurve die Tage danach sich entwickelt hat, dann sieht man, es ging immer mehr in die Horizontale und dann, bam, 24. Februar, Volatilität ist extrem angestiegen. Gehen wir jetzt mal hier rein, gucken wir uns das mal an. Und das sind halt Punkte, die kann man immer machen. Und da braucht man, ich sag's mal so, klar, ich freue mich über jeden, den ich ausbilden darf, aber das kann man halt auch ohne Ausbildung. Ja. Das ist natürlich wichtig. So. Ja, und da sieht man, jetzt gehen wir mal hier rein, gehen wir mal ein paar Wochen zurück. So, und da kann man das auch sehen. Hier sind wir jetzt am 26. Februar. Hier war der Close, hier war der Long Open, war raus. Ja, und hier hat man schon gesehen, B, Backwardation. Backwardation ist das hier. Wenn die anfänglichen Kontrakte teurer sind als die fortfolgenden, sind wir in der Backwardation. Und das ist immer ein Panikindikator. Und das wird halt auch hier in diesem Panikbericht, wie gesagt, Instagram kostenfrei verfügbar, wird das halt dann berücksichtigt. Und deshalb, sowas, wenn man sich das macht, also nochmal TradeScanner mit auf die Tapete zu nehmen. Erstens, ich würde mir immer den Markt angucken und dann kann man natürlich, wenn man in Anführungszeichen auch ausgebildet ist, das weiß, was man macht, dann kann man natürlich den Tradescanner immer wieder dazu nehmen. Und da schreibt ja auch der Volker. Volker, ein nettes Clubmitglied, ist auch wieder dabei. Hallo Volker. Der schreibt ja auch, der hat EQT auch schon vor Wochen bei Tradescanner gefunden und mit gutem Profit gehandelt. Ich warte noch auf deine Flasche Wein übrigens. Und genau, und das sind halt alles so Punkte, die man dann einfach berücksichtigen kann. Und dann kommt man halt auch in das, was der Titel unserer Webinarreihe ja ist, ne? In allen Markt, in jeder Marktrichtung zu traden, ist natürlich dann auch möglich. Absolut, ja. Genau. Und was ich hier drin habe, bei mir, darf ich auch mal ganz kurz den Monitor teilen nochmal? Dass man das einfach sieht, was wir da drin haben. Ist das der richtige? Ja. Ja. Den SPY. Genau. Was wir im Prinzip hier haben, ist auch so dieses in VIX nochmal hier dargestellt als Outperformance. Das ist das, was die Farben ergibt bei uns.
Das heißt, ist es grün, ist es rot oder ist es gelb? Und sobald das dann hier sich beruhigt, sieht man, ah ja, dann steigen die Werte. Und hier auch nochmal gegen den S&P 500, beziehungsweise wenn ich dann QQQ habe, sehe ich dann auch relativ schön dann diese Einstiegsphasen, wann Werte besonders in die Outperformance reinlaufen. Und dann auch hier vom WIX, wenn das hochgeht, wird es dann richtig schön. Und das sieht man im Prinzip im Marktmodell. Perfekt. Perfekt. Genau. Und eins auch noch dazu gesagt, weil immer Leute fragen, was ist denn jetzt richtig, das eine oder andere? Es kann auch manchmal beides richtig sein. Ja? Das ist immer die Frage, wie man an die Sache rangeht. Ja? Also es gibt auch andere Möglichkeiten. Wichtig ist nur, und das sage ich ja immer wieder, als Optionshändler Wahrscheinlichkeitsexperte zu werden. Das ist das A und O. Genau. Und deshalb, wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut, Thorsten und ich, weil er im Prinzip die Basis legt, dass ihr dann erfolgreich werdet und dann das schnell raussuchen und dann gut handeln zu können. Das wird halt im Tradescanner dann sehr, sehr gut dargestellt. Genau. Ich gehe mal hier wieder raus. Bei mir. Gut. Ja, schön. Haben wir noch was, was wichtig ist von den Fragen her, was wir noch erklären können, machen können? Sind derzeit keine weiteren Fragen da? Hm. Ja, bei mir ist ja genauso wie bei dir. Also ich achte gar nicht mal so stark auf die Nachrichten, sondern schaue wirklich auf die Charts, schaue, was mir die Charts sagen. Und da verschiedene Indikatoren, die alle nicht nur mit dem Preis zusammenhängen, schaue ich mir eben an. Und da kriege ich meine Schlüsse. Und deshalb ohne Grund habe ich dann auch nicht so hohe Trefferquoten. Genau. Ja, nee, sehr gut, sehr gut. Ja, also von meiner Seite sind jetzt auch erstmal keine Fragen. Genau. Müssen Sie ja nicht in die Länge ziehen, wenn das Wetter heute so schön ist. Noch, ja. Genau. Ja, die Sonne scheint an der amerikanischen Börse heute, hier auch noch in Deutschland, zumindest in Düsseldorf und in Ratingen wahrscheinlich auch, wo der Nelson ist. Hier scheint auch die Sonne, ja. Sehr gut, Ich sehr gut. sehe keine Fragen. Wie immer, wenn Fragen im Nachgang da sind, dann gerne auch an uns weiterleiten und wir sprechen dann mit Markus oder Thorsten, je nachdem, an wen die Fragen gerichtet sind. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, können wir hier einen Cut machen. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Und ich glaube, Thorsten, bist du eigentlich auf der WOT? Von Markus weiß ich das, aber. Ja, ich werde da auch sein, auf jeden Fall am Samstag. Freitag weiß ich nicht. Und ich bin bei diesem Düsseldorfer Anlegertag am Samstag. Ah, okay, sehr gut. Aber dann spätestens auf der WOT sehen wir uns alle. Und ich hoffe, den einen oder anderen Zuschauer dann auch und Teilnehmer dann gerne auch bei uns vorbeikommen. Ja, dann würde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden. Ich wünsche einen schönen Abend noch, eine erfolgreiche Trading-Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gebe dann das Schlusswort an die beiden Herren. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja auf der WOT, würde mich freuen. Super, kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht sieht man uns oder wir uns nächste Woche oder diesen Samstag auf dem Düsseldorfer Anlegertag oder auf der WOT. Falls ich da bin, dann bin ich da am Samstag vor Ort. Alles klar. Tschüss zusammen. Danke, tschüss.